Okay, hi, Bronco hier mit einem neuen Video. Und zwar geht es diesmal in diesem Video um das Thema Assistiv-Touch auf dem iPhone 14. Ich habe das iPhone 14 noch nicht so lange und ich bin mit sehr zufrieden. Pass mal auf, wir gehen mal auf Einstellung. Also ich kenne mich auch, also ich bin, würde ich sagen, iPhone, ja, Neuling, kann man das so sagen? Oder ein iPhone-Anfänger. Ich habe gerade was richtig Cooles gefunden. Und zwar, ich hatte ja schon in einem Video darüber gesprochen, also zum Beispiel bei physisch und motorisch, ne, also hier, da hatte ich ja schon gesprochen gehabt, dass man auch so eine Funktion hat, dass man hinten auf den iPhone-Rücken so raufdrücken kann und dann kann man ja, ich weiß nicht, das mit Tasten belegen und sowas alles und Bildschirm, Foto und sowas kannst du machen. Und dann ist noch was anderes Cooles, und zwar bei Tippen, da gehen wir mal rauf, Tippen, und dann haben wir hier oben Assistiv Touch. Ich glaube, das heißt so, Assistiv Touch, ne? Müsste eigentlich, ja, so heißen. Und dann steht da, Assistiv Touch hilft beim Verwenden des iPhone, wenn du Schwierigkeiten mit dem Touchscreen hast oder ein adaptives Gerät benötigst. Pass mal auf, wenn wir das jetzt aktivieren, ne? Warte mal, also wir aktivieren das mal. Und dann hier, ja, wir gehen auf Aktivieren. Pass mal auf, und dann haben wir jetzt hier auf dem Display so einen kleinen Kumpel hier. Ja, guck mal, und den kannst du hier so hin und her schieben und sowas alles. Und der hilft dir, dein iPhone zu steuern. Auch richtig geil. Pass mal auf, wir klicken mal hier rauf. Dann wird zum Beispiel ein kleines Fenster geöffnet. Wenn du jetzt auch, naja, es kann auch mal sein, dass du keinen Bock hast oder sowas, immer hier, also leise und laut und so zu machen, ne? Pass mal auf, dann kannst du auf diesen adaptiven Touch hier drücken und dann gehst du auf Gerät und dann kannst du hier zum Beispiel leise machen oder lauter oder halt ganz. Warte mal, du kannst auch Ton ausmachen. Also das ist schon nicht schlecht, ne? Oder Bildschirm sperren, Bildschirm drehen. Könnten ja mal auf, warte mal, wir könnten das ja mal machen. Bildschirm drehen. Nach rechts vielleicht. Warte mal. Geht das Hochformat? Muss man da irgendwie was drehen oder sowas? Umgedreht. Also auf jeden Fall muss man sich da ein bisschen so mit rein, also mit reinfuchsen und sowas, ne? Aber ist ja schon mal cool, dass du hier so leise und laut und sowas machen kannst. Was passiert? Guck mal, du kannst hier sogar ein Bildschirmfoto machen. Beep. Guck, und dann hast du hier so ein Bildschirmschoner also drauf und sowas alles. Auch cool. Warte mal, kann ich das wieder löschen? Ja. Ein Bildschirmfoto löschen. Lass mal löschen. So. Dann kannst du hier, achso, Siri kannst du auch gleich mitrufen. Also, wenn du hier, ne, Siri oder sowas brauchst oder so. Was kannst du noch machen? Achso, Kontrollzentrum kannst du auch gleich noch. Ist auch cool. So. Guck hier, Kontrollzentrum. Zeigt dir auch alles an und so, ne? Kannst gleich Kamera und sowas alles einstellen und so. Taschenrechner und so kannst du rausholen. Kamera kannst du anmachen. Kannst du oben auch, wenn du willst, hier also Internet und sowas alles einstellen. Flugmodus. Also ich weiß jetzt nicht, ob das für jeden was ist oder sowas. Aber es gibt bestimmt Leute, die das hier gebrauchen können oder sowas. Die haben nicht immer Bock, hier das Ganze zu suchen. Auch nicht die Taste so zu suchen für den Bildschirmschoner und sowas. Warte mal, was hatten wir noch? Ja, und auf die Vorderseite kann es auch gehen. Also, ziemlich cooles Ding. Man sieht das kaum. Ja, das ist wie so ein kleiner Knopf hier. Aber es ist richtig cool. Okay, Leute, danke fürs Zuschauen. Eventuell hilft das Video den einen oder anderen. Und ja, ich hoffe, man sieht sich im nächsten Video schon wieder.